Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Man of Medan. Okay Leute, wie versprochen, ich werde die Geschichte jetzt ändern. So eine gute Geschichte werde ich das machen. Also wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. So, was ist das jetzt? Oh, geh jetzt doch. Okay. Ah. Geheimnis gefunden? Ein Schlüssel. Okay. Sei leise. Okay. So eine Art Déjà-vu. Da ist was. Was geht hier vor sich? Ah. Jetzt das ist das Richtige. Richtiger Ort. Das ist also der richtige Ort. Diesmal will ich jetzt richtig aufpassen. Standard, okay. Da. Current, okay. Ah, ist auch ein bisschen beschissen die Steuerung.
Ja, wir wissen das. Okay, da müsste was sein. Ach Mann! Das ist hier? Wo ist das alles hin? Okay, ich greife ihn nicht an. Ich greife ihn nicht an. Kurz habe ich da das eingestellt. Reihenfolge erhalten für Ende des Dialogs. Okay. Okay, weiter. Ich gehe jetzt mal einfach weiter. Wenn ihr das schon kennt, ihr könnt das ruhig vorspielen, Leute. Stopp, er trinkt. Bist du okay? Danke. Das wär's gewesen. Wir müssen weg. Er ist noch dort, dieser Typ. Bist. Weg hier!
Jawohl. Er ist am Leben. Geil! Ihr wolltet mich überraschen mit dem ganzen Piratenabenteuer-Ding. Und ich muss sagen, das war eine gute Idee. Ganz ehrlich. Ich meine, die ist lustig. Echt lustig. Aber die angeheuerten Typen treiben es einfach zu weit. Ich weiß ja. Ihr wolltet nicht viel ausgeben, aber das. Man kriegt diese Typen, die nicht gerade die Besten sind. Und sie treiben es zu weit. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr also die Typen loswerden wollt, dann bin ich dabei. Ich meine, diese Typen sind verdammt irre. Die jagen uns durch ein Schiff. Okay, weiter. Ich muss die anderen finden. Irgendwas treibt Spielchen mit mir. Okay. Spielchen, Mann. Es treibt Spielchen. Ich muss die anderen finden. Es treibt Spielchen mit mir. Okay, Spielchen. Ja, ich muss nachsehen, was hinter der Tür ist, oder? Absolut. Oder doch nicht? Doch, ich muss. Okay, R1. Tja, so ein Mist. Wie soll ich das verdammte Ding aufbrechen? Was zur Hölle? Hat immerhin etwas Gewicht. Genug für die Tür. Mal kurz. Oh, okay, gut. Fortsetzen. Rennen.
stellen. Ja, ein gutes Ende, Alter. Und der Typ ist echt. Rennen. Mist. Julia, was zum Teufel? Mach sie auf! Jules, was geht? Geh aus dem Weg! Schnell weg! Hier ist das nicht sicher! Naja, ich hab dir eigentlich. Ich hab dir irgendwie zusammengebracht! Eigentlich! Sind wir hier sicher? Alles gut, denke ich. Oh, hallo. Es gibt eine Wendung spiritueller Natur, nicht? Herausgefunden, was los ist, wie man's aufhält, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet? Sicher, hoffe ich. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Lassen Sie mich helfen, mit einem Hinweis. Nein. Kein Hinweis? Vielleicht denken Sie, Sie können das Puzzle mit Ihren eigenen Hinweisen lösen. Viel Glück damit. Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges, dass alles und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält. Ich hoffe, das hilft. Und wollen Sie nicht gern herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie Sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los, weitermachen. Bis bald.
Julia, Außendeck. Hey, ist alles in Ordnung? Wovon redest du da? Vorhin im Frachtraum. Du bist wildschreiend rausgerannt. Was? Alles okay? Ja. Perfekt. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich hab echt das Gefühl, dass da irgendwas, was Böses, etwas wirklich Böses am Werk ist. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Was ich dort gesehen habe, da waren diese alten Soldaten. Sie lagen überall, sie waren tot, doch dann standen sie auf. Das klingt gerade gar nicht mal so verrückt. Also da war diese uralte Lady, ich meine, alt wie ein Relikt aus der Steinzeit. Das ist dann sicher okay, aber sie war echt total gruselig. Alex war nicht der Einzige, Alex. Wovon redest du da? Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht, mit Alex' Gesicht. Es war so furchtbar. Julia, ich würde doch nie... Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber... Auszeit, okay? Der abgefuckte Kahn ist doch nicht normal. Das denkt doch nicht nur ich. Ich meine, irgendwas geht hier vor sich. Also, was wissen wir sicher? Woran sind wir uns einig? Okay. Wo ist das Geist? Ist das... Na, hört mal. Bin ich verrückt oder sind wir auf einem Geisterschiff? Als ob es die gibt und wir sind ausgerechnet auf einem. Und der Himmel hilf uns, wir sind total am Arsch. Das wollte ich auch gerade sagen. Wir sind nicht die Ersten, die hier komisches Zeug sehen. Es scheint, dass auch die Wachen panische Angst vor etwas hatten, das sie im Frachtraum sahen. In einer Notiz stand, dass viele GIs sich vom Wachdienst drücken wollten, weil sie Schiss vor irgendwas hatten. Was ist denn nur hier passiert? Was denkt ihr, ist wirklich mit dem Kahn hier passiert? Es ist ein verdammtes Mysterium. Die Zeitung war aus dem Jahr 1947. Wo ist das Gold? Habt ihr Gold gesehen irgendwo? Mandschurei-Gold ist in Wahrheit kein Gold. Es ist eine Chemikalie, die den ganzen Frachtraum 2 kontaminiert. Ja, ich bin sicher, dass unsere freundlichen Fischer auch etwas anderes erwartet haben. Die werden sich freuen. Dieser Ort ist seltsam. Warte mal, nichts sagen. Warte mal, dieser Ort ist seltsam. Das ganze Schiff ist seltsam. Dreckig, stinkend, seltsam. Und ich hasse es. Dieser Ort ruft einfach total schlechte Gefühle hervor. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir müssen hier weg. Ohne die Verteilerkappe kommen wir hier nicht weg. Wir brauchen sie. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Mal sehen, wie wir darauf kommen. Alex. Wir müssen von diesem Schiff weg. Kein Witz. Ich glaube, wir sind komplett am Arsch. Ich hab die Crew eigentlich wieder zusammengebracht, ey. Da bin ich echt stolz drauf. Toll. Die wären nützlich ohne die ganzen Lecks. Darauf? Leider nein, aber ich halte meine Augen offen. Was ist denn da? Der war mir noch nicht. Verdammt.
Okay, das könnt ihr selber lesen. Ha. Muss eine ziemlich gefährliche Fracht gewesen sein. Okay, zurück. Hey, wie wär's mit etwas Hilfe? Ich glaube, da geht's nach oben. Hilf mir hoch. Ich zieh dich hoch. Ja, jetzt ist die Geschichte auf einmal anders. Hier drüben. Hier kommen wir durch. Ja, Leute, seht ihr? Das ist die richtige Wahrheit. Das richtige Ende, meinte ich. Im Logbuch steht was von einem Sturm. Mittags dichter Nebel, nachmittags stärkerer Seegang. Okay. Da war was. Ach so. Habt ihr das Funkgerät? Nein, aber es muss ein Funkgerät auf dem Schiff geben. Da muss eins sein. Ich bin nicht sicher, wie unsere Überlebenschancen zurzeit stehen.
Da ist es. Guck mal. Nicht zu fassen. Das Ding funktioniert echt noch. Oh, Funktechnik hat sich in 70 Jahren kaum verändert. Solange Saft da ist. Ich probier's mal. Ah, es geht doch. Ein Zahlensender. Militärkanal. Fragen wir nach Hilfe. Hey, hey, hört das jemand da draußen? Hallo? Oh, Scheiße, da ist wer. Sachlich. Falls uns jemand hört, wir sind auf einem alten Frachter. Unsere Koordinaten sind ungefähr 12 Grad 30 Minuten Süd, 151 Grad 20 Minuten West. Bitte, kommen Sie schnell, wir sind in Not. Ängstlich. Wir sind auf einem alten Frachter. Wir glauben, es ist die Orang Medan. Hallo! Hallo! Hört mich jemand? Bitte kommen! Hey, Leute! Seht mal her! Das muss irgendwo hinführen. Vielleicht können wir den Strom wieder anschalten. Wir brauchen Strom für das Funkgerät. Sollte einer hierbleiben, falls uns jemand anfunken will? Wenn ich ehrlich bin, komme ich mit meinen Verletzungen nicht darunter. Ich gehe, natürlich. Ich schaff das. Ich sollte runtergehen. Hey, kleiner Bro. Was gibt's? Ich glaube, ich sollte dich befördern. Wie klingt Medium, Bro? Was soll denn? Wovon redest du? Du hast dich bewiesen. Und das voll in der Schusslinie. Der Vergleich hinkt mächtig. Nicht, wenn die Metapher der Knaller ist. Bin beeindruckt. Ehrlich. Und was meinst du? Ermutigen. Wenn du dir sicher bist, ich glaube, du packst das. Ich komme mit. Hey, was? Julia, nein. Ist nicht mein Leibwächter. Ich kann auf mich aufpassen. Hey, hey. Wenn Julia meint, sie schafft das, schafft sie das. Thema durch. Okay, Julia. Du und ich. Brett. Irgendwas gebrochen? Alles noch heil? Sind alle okay? Atma, uns geht's gut. Uns geht's gut. Was machen wir jetzt? Wir müssen den Generator finden. Wenn wir ihn in Gang kriegen, hat das Funkgerät Strom. Okay. Wir warten hier beim Funkgerät. Hey. Nach dir. Okay. Diesmal gehen wir mit Brett. Nicht mehr mit Alex, sondern mit Brett. Das ist wohl der untere Bereich des Schiffs. Ah. Okay.
irgendeine Art Streiterei. 10 Tage im Loch. Wow. Der muss ja wirklich total ausgerastet sein. Da war ein gewisser Joe im Lazarett. Geh doch weg! Ich wünschte, ich könnte das genießen. Was zum Teufel redest du da? Tja, unter anderen Umständen wäre das der coolste Ort der Welt für mich. Überhaupt. Das sehe ich anders. Vollkommen. Sagt die Frau, die unbedingt zu einem Wrack tauchen musste. Klappe. Mal gucken, was er sagt. Oh, verdammt. Vielleicht der Sohn von jemandem an Bord. Herunterlassen? Ja, komm. Hier, sieh dir das an. Schau, da unten. Der Maschinenraum. Hier muss ein Generator sein, stimmt's? Hier fehlt ein Stück Leiter. Ich glaube, ich kann... Halt! Bist du okay? Ja, alles gut. Komm runter. Hast du nichts gesehen? Hallo? Okay, ich sehe also Zeugs, du aber nicht. Okay, gut. Versuch mir zu folgen. Auf dem Schiff war also dieses Mandschurei-Gold, das in Wahrheit eine Art halluzinogene Biowaffe der Chinesen aus dem Zweiten Weltkrieg war. Und wir wissen, es war super instabil und trat auf dem Schiff aus. Vielleicht ist es noch hier. Vielleicht hat es sich noch nicht verzogen und hat nur dieselbe Wirkung auf uns, wisst ihr? Diese Halluzinationen. Die Scheiße, die wir sehen, sie ist nicht real. Die Crew hat halluziniert. Wir wissen, dass sie Angst hatten. Die Offiziere dachten, dass die ängstlichen GIs sich einfach vor dem Wachdienst drücken wollten. Es ist kein Geisterschiff, sondern eine Biowaffe. Ob das irgendwie mit dem Flugzeugwrack da unten zusammenhängt? Ich meine, das kann natürlich sein. Gab es einen Kontakt? Immerhin eine Theorie. Oh Gott. Okay, lasst uns gehen. Okay. Weißt du, was ich vermisse? Einen Föhn? Ja. Hey, hey, hier ist er! Gott sei Dank! Und er läuft noch! Ja, hier ist er, okay. Leg den Schalter um und dann nichts wie weg. Okay, gehen wir wieder hoch.
Es muss doch noch einen Weg geben. Der Strom war weg, aber jetzt nicht mehr. Hören Sie mich? Over. Wie ist Ihre Lage? Over. Wir brauchen Hilfe. Schnell. Das sind diese Dinger, die uns angreifen wollen. Over. Rettungsteam ist unterwegs zu Ihrer Position. Over. Position ist bestätigt. Scheiße, komm schon. Okay, Leute, endlich haben wir ein gutes Ende. Ich hoffe es mal. Okay, Leute, würde ich mal sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr, ja, wenn ihr mich unterstützen wollt und meine Videos nicht verpassen wollt, dann drückt auf Abo, dann ihr könnt auf Abonnieren drücken, damit ihr meine Videos zukünftig nicht verpassen könnt. Und ja, Leute, vielen herzlichen Dank an die Zuschauer da draußen, die wo nicht aufgeben mit mir. Und ja, vielen herzlichen Dank, Leute. Okay, Leute, da will ich mal sagen, au revoir, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza, tschüss.